Jo, herzlich willkommen zurück. Dieses und die vorige Folge schon mit der neuen Rendering-Methode, also Encoden eher so. So, genau, und jetzt wollte ich das hier mal ausprobieren. Ne? Kann ich denn den jetzt hier fahren oder kriege ich ja gleich wieder die A-Karte gezeigt und er sagt nö. Aber wenn das jetzt klappen sollte, brauche ich auch die normalen Reifen. Ne? Wäre zumindest ganz nett. Packe ich hier mal erstmal Slicks drauf. So. Schauen wir mal. Wäre ja echt cool. Ja, wie zu erwarten. Ja, die Autos, die man gewinnt, bringen einem hier nichts. Ich habe das echt eigentlich mal anders in Erinnerung, aber na gut. Machst du nichts? Ach, den können die auch fahren, ja. Wäre sicherlich aber die schlechtere Wahl, ne? 3,6 Liter Maschine. Was hat er hier? Baujahr 95. 3,6. Aber die Technik, ne? Die Technik, die wird's machen. Ab geht die Reise hier. Oh, das ging aber gut ins Geld hier. Startgebühr. Ab geht die Luzi hier. Drei, zwei, eins, los! Muss er mir auch vor die Nase ziehen hier. Kriegt euch doch eh alle hier. Einen nach dem anderen. Ah, lernen mal eine Runde fliegen, genau. Oh shit, ich aber auch, ja. Oh, Kacke. Das gibt Ärger mit dem Meister. Die vielen Lackschäden. Jetzt haben wir sie aber endgültig hier, oder? Muss nur aufpassen, dass ich hier nicht komplett wegfliege. Die gehen hier nämlich ganz gut. Die fliegen gerne. Oh shit. Oh, komm schon. Muss mal wieder fangen hier. Zum Glück hat's geklappt. Und ab dafür. Nach der Ziellinie ist alles egal. Der stört da nicht groß, was da noch passiert. Du hast das Rennen gewonnen. Du führst die Turniertabelle an und du hast die Bestzeit für diese Strecke erreicht. Toll. Bestzeiten nehmen wir mit, ne?
Ja, ja. So, Schwarzwald. Okay. Ich habe ja die normalen Reifen drauf, ne? Gut, dann behalten wir das nochmal so bei. Und ziehen da auch nochmal schön durch. Strecke das so gern hab, ne? Nicht. Das verlangt Konzentration hier. Ist gar nicht schön, diese Strecke. Ich mag sie nach wie vor nicht wirklich. Zurück, da musste ich jetzt mal pausieren. Das heißt natürlich die A-Karte hier, ne? Aber gut, der Einstieg hat geklappt. Der Wiedereinstieg. Glück gehabt. Das wäre sonst sehr unschön gewesen. Ich mag die Strecke halt nicht, wie gesagt. Du hast das Rennen gewonnen. Du führst die Turniertabelle an. Entsprechend kein Rekord geknackt. Obwohl ich an und für sich insgesamt gar nicht so schlecht gefahren bin, finde ich. Dafür, dass es nicht meine Strecke war, ist das ganz gut gelaufen. Corsica, ja, da bleibe ich auch besser bei den normalen Reifen, oder? Möchte ich meinen. So. Ja. Weiter geht's. Gleich wieder schön durchziehen hier, komplett das ganze Turnier. Hoffe ich doch, dass das klappt.
3, 2, 1, los! Ja, Getriebe auf Beschleunigung oder was? Warum zieht er ja so krass? Ach Mann. Kostet mich wieder Geld hier. Sausack. Säcke. Könnt ihr euch gerne da hinten um den zweiten, dritten, vierten Platz streiten, aber der erste ist meiner. Komme ich irgendwie nicht so ganz rum, nicht so sauber wie gewollt eigentlich. Und ab dafür. Aber insgesamt eigentlich ganz gut durch, ne? Kaum Schäden. Weil diese Sacknase sich damit bestreiten musste. Du bist auf dem ersten Platz. Du führst die Turniertabelle an. Glückwunsch! Du hast die Bestzeit für diese Strecke geschlagen. Dafür. Ist halt eine Strecke von denen mitunter, die ich ziemlich gut kann. So, Monte Carlo Kurs 3, okay. Dann basteln wir uns mal ein paar Slicks drauf. Ziehen hier gleich weiter durch. Gerade nicht im Bilde, welche genau das ist, aber wir kacheln hier einfach mal durch. Ja, okay. Wird ja wohl zu schaffen sein hier. Das hätte, glaube ich, nicht sein gemusst eigentlich, aber naja, was soll's. Leben wir jetzt einfach mit. Ja, was ist das denn hier wieder? Geeiere hier.
Das ist deine erste Runde. Du bist auf dem ersten Platz. Das ist deine letzte Runde. Ging das schon viel besser. Welten besser hier. Ja, und dafür versaue ich natürlich die nächste Kurve. Ich mal eben auf mein OBS-Studio gucke hier. Ah, komm schon. Gewonnen ist gewonnen, ne? Du hast das Rennen gewonnen. Du führst die Turniertabelle an. Das ist ein neuer Rundenrekord. Ja, cool. Ist mit Sicherheit aber einer, den ich irgendwann mal wieder selber brechen könnte, weil so gut gefahren bin ich da nicht. Finde ich. Aber gut. So, Autobahn da. Packen wir typischerweise gleich erstmal wieder die Regenreifen drauf. Der wird nämlich wieder regnen. Gehe ich mal schwer von aus. Und danach kommt noch dieses Overgne, wie auch immer. Dann sind wir hier auch durch. Rückwärts das Ganze hier anscheinend, wa? Läuft. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, bin ich aber richtig böse ein mitgegeben jetzt. Ach komm schon. Da habe ich ja die totale Arschkarte, wa? War definitiv die falsche Entscheidung, rechts lang zu fahren. Da so rechts hoch. Mal gucken, was wir da noch ausmachen können. Ich mache hier auch keine große Überei vorher. Ich spiele halt einfach und dann ist gut. Wie man ja offensichtlich sieht, ne? Dafür komme ich ganz gut durch eigentlich, finde ich, bis hierhin. Ach. Mal sehen, ich hole noch ein bisschen auf. Schauen, wie viel und ob wir noch vielleicht sogar alle kriegen hier. Du dumme Sau, ey. Aber das war vielleicht gar nicht so verkehrt für mich. Wo er mich rumgeschoben hat, da gerade. Ah, ich knall jetzt hier unten lang. Ist mir egal. Thank you.
Ja, vierten Platz haben wir schon. Immerhin. Ah, dritten Platz. Okay. Ist ja auch schon mal nicht so schlecht. Nach so einem Patzer. Damit könnte ich definitiv gut leben. Ja. Müssen wir jetzt auch. Das ist in Ordnung. Kostet natürlich ordentlich Holz jetzt, weil ich ordentlich Du bist mitgegeben habe. Dritten Platz. Du führst die Turniertabelle an. Ja, dass das kein großer Rekord wird, ist offensichtlich. Kann ja auch mal nicht so toll laufen. Ich will ja jetzt hier nicht meckern, ne? Oh, geht natürlich gut ins Geld. Aber gut. So, da kommen wieder die normalen Reifen drauf. Und ja, dann ist das ja hier die letzte Strecke von dem. Die nehmen wir auch noch mit. Und dann haben wir die moderne Ära eigentlich komplett abgeschlossen. Es sei denn, man kann den GTA 1 jetzt vielleicht noch gewinnen. Das weiß ich echt nicht mehr. Mal schauen. Drei, zwei, eins, los! Geht das gleich wieder los, ja. Zu schnell genommen. Aber noch ist alles okay hier. Erster Platz und so. Ich bin kein Kürzel oder so gefahren. Aber ich krieg sie trotzdem wieder. Meine Plätze hier. Oh yeah.
Da fliegt er. Oh Mann. Du bist auf dem ersten Platz. Du hast das Turnier gewonnen. Oh. Oh. Du hast die Bestzeit für diese Strecke geschlagen. Auch noch. Na dann, wollen wir uns nicht beschweren. Ist das ja nett gelaufen. So. Glückwunsch, du hast den Evolution-Modus erfolgreich abgeschlossen. Alles geschafft hier. Alles. Ah, GTA 1 Trophy, ja, jetzt geht das los, ja. Dann nehmen wir das halt noch mit. So kommen wir an den Wagen nämlich ran. Nichts mitkaufen. Den kann man gewinnen. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht verkacke. Pervers, ne? Plötzlich Rechtslenker. Oh shit. Dann machen die dann noch solche Mätzchen hier. Aber läuft ja ganz gut. Auf krassem Überholkurs hier. Da liegt wie ein Brett, ja. Ja, macht schon Laune. Das ist deine erste Runde, erster Platz. Juhu, 300 Klamotten gleich hier. Schön so beibehalten, finde ich. Der macht nämlich gerade richtig Spaß, ja. So geht aber pervers, ne? Der hört einfach nicht auf zu ziehen. Der zieht und zieht und zieht. Konzentriert, kann kaum was sagen hier. Ich möchte gern schadenfrei durchkommen, läuft so gut. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Ja.
ist auf dem ersten Platz. Nur noch eine Runde. Überrunden, jawohl, ey. Genau. So habe ich das gerne. Da bin ich wohl im Tiefflug gerade. Junge, Junge, Junge. Kranke Scheiße. Richtig kranker Shit. Da kann man sich mal die Wiederholung angucken, oder? Würde ich sagen. Das ist doch mal. Damn. Was hab ich da gemacht? Brutal, ja, war. Na gut, aber viel getan hat sich dann ja auch nicht mehr, ne? Holy shit, ey. Tja, gehört er mir. Oder wie sehr darf ich das sehen, ne? Meiner, schadenfrei, jawohl. Das ist aber geil. Ah, jetzt bleiben nur noch die Clubrennen. Okay. Klassische Clubrennen, haben wir die durch? Ja, haben wir schon gemacht. Goldenes Clubrennen, 944er, damit ging es dann demnächst weiter. Okay. Ja. Mit Verkehr dann, ja. Gut, das kommt dann aber in den weiteren Folgen. An und für sich haben wir die Need for Speed Porsche aber jetzt wohl so gesehen durch. Und ja, ich mache das aber natürlich noch weiter. Ich mache diese Clubrennen noch und dann, wenn die durch sind, ist das dann das Ende für Need for Speed Porsche hier auf meinem Kanal. Zumindest vorerst einmal, ne? Jo, bis dann, wenn es wieder heißt Need for Speed Porsche.